Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu unserem kleinen Intermezzo Nightmare Johnny. Ja Leute, das Game ist mal ein bisschen was anderes. Fast pace as all hell. Und auf Englisch, wie ihr sehen könnt und hören könnt. Denn ich drifte sehr gerne die englische Sprache ab, wenn ich mit Englisch konfrontiert bin und auch, wenn ich kommentiere. Tut mir leid, wenn ich nicht allzu viel rede gerade bei dem Spiel, aber ich konzentriere mich gerade mehr auf die Atmosphäre und lasse mich mehr aufs Gameplay ein. Action geladen, das ist kracht, wir sind Johnny, haben einen Albtraum, unsere Mutter ist gestorben in einem Feuer, so wie es aussieht, und wir kämpfen uns mit Teddy und unserem Killerkissen des Todes durch Monsterhorden, Zombies, Geister und was auch immer, sind gerade vor unserem brennenden Haus geflohen. Und weiter geht's. We better keep going. Oh yeah, Teddy. Und diese glorreiche 8-Bit-Musik ist einfach der Wahnsinn, Leute. Mir gefällt das Game ziemlich gut. Ein paar kleinere Detailfehler, also Mapping-technisch. Aber bedenkt, 2 Wochen. Nicht mal 2 Wochen und das Game war fertig. Und dafür ist es ziemlich... Oh mein Gott. Zombie-Teddies. Und das Game haut mal wieder gut zu. Autsch. Oh, zum Glück habe ich den Teddy da oben nicht eingesammelt. Oh, komm schon. Das war ja was. Okay. Ich muss nur sagen, nur leicht überraschend. Und es geht auch schon weiter, ja? Was sind das denn für Dinger? Ich sehe es gar nicht richtig. Aber das hier sind Zombie-Teddies vom Mars oder so. Und weiter geht's. Wir springen in die Gefahr rein wie Gimli in Herr der Ringe. Falls ihr euch an die Szene erinnert. Muss Teil 2 gewesen sein. Wo er mit Legolas zusammen... Ach, was soll das? Komm schon! Wir sind hier, um Teddys zu schnetzen, nicht um Herr der Ringe, über Herr der Ringe zu reden. Ah! Komm schon, Johnny! Wir müssen uns freikämpfen. Leute, das ist ganz schön intensiv und mir fällt der Arm gerade ab. Ich krieg den Hintern. Oh Gott, ich glaube, die halten sogar mehr als die Sumpfmonster. Und natürlich geht es weiter. Flaschenhals. Mist. Chance verpasst. Zum Glück sind nicht so viele. Komm her. Komm her. Leute, ganz wichtiges taktisches Element. Wenn viele Gegner kommen, sucht euch einen Flaschenhals. Damit nur einer nach dem anderen durchkommt. Mein Arm. Hier, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Ah, noch mehr. Lasst mich in Ruhe. Oh, die können hier drüber laufen. Machen wir sie platt. Wir haben zwar nicht viel davon. Aber es macht Spaß. Oh, wir sind gleich wieder kaputt. Ich bin kaputt, ich will nicht Game Over gehen, ich will nicht Game Over gehen. Ich weiß nicht, wo wir da anfangen müssen. Stopp! Aua! Lass das. Okay, ich glaube, das hätten wir uns auch schenken können. Denn unsere Lebensanzeige sieht gerade nicht allzu gut aus. Wie gefällt euch die Musik soweit? Ist es was für euch, so diese Oldschool 8-Bit-Musik? Die eigentlich schon Richtung NES geht, statt SNES. Oh oh. Also mir gefällt die ziemlich gut. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Seid ihr so ein Verfechter von Retro-Musik? Steht ihr auf sowas? Würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare mal runter. Ist ja absolut mein Ding, ne? Ah, Leben, Leben, Leben. Sehr gut. Wie viel heilt denn das Ganze eigentlich? Oh, nicht viel, Leute. Das heißt, wir nehmen alles mit an Teddys, die wir finden können. Oh, sieht nach Arena aus wieder. Liegt hier noch ein Teddy rum? Ich brauche meinen Teddy. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Ah! Ich könnte schwören, dass mir einer von diesen Todesschreien der Zombies bekannt vorkommt, und zwar aus Banjo-Kazooie, oder? Ich hätte schwören, dass ich das letztens gehört habe, wo ich es gespielt habe. Also, Muss mal gucken, ob ich einen Sound finde und zeige ich ihn euch. Jump! Oh, Johnny, wo bist du hier noch reingeraten?
Und das ist vermutlich noch nicht mal das Verstörendste, wovon dem Teddy gesprochen hat, auf das wir hier treffen werden. Ganz am Ende unserer Reise. Ich weiß nicht mal, ob es notwendig ist. Ich hau einfach mal ab. Ob es notwendig ist, wirklich gegen alles und jeden zu kämpfen hier. Ich glaube nicht. Heppa, heppa. Also offenbar nicht. Es ist ruhig. Zu ruhig, wenn ihr mich fragt. Und dieser Raum ist eindeutig zu groß. Voll geheilt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Die Tür ist verschlossen. Das war klar. Arena-Kampf, Leute. Katschan. Die Geister sind kein Match, sind absolut kein Gegner für uns. Die sind mit einmal drauf und tot. Aus die Zombies! Die Killer-Teddies vom Mars! Oh Gott, Leute. Meine Arme. Lass uns ihn runterkriegen. Das sind nur Geister, die halten nichts aus. Leute, das Gameplay ist ganz schön intensiv. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Würdet ihr mit sowas klarkommen? Oder auch eher so halber am Ende rumkreuchen, so wie ich? Komm schon, gleich haben wir es hinter uns. Also ich find's gut. Man könnte wirklich auf den ersten Blick meinen, dass es zu viele sind, aber es ist echt machbar. Das ist ganz schön anstrengend. Okay, irgendwo muss noch einer rumrennen. Dann komm her. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss die ganze, komplettes, ganze Audio bearbeiten. Weiter geht's. Entschuldigung, Leute. Mach Platz. Jetzt sind wieder solche Viecher. Hoffentlich kann ich jetzt durch die Tür. Nein, kann ich. Oh, doch, kann ich. Fahrstuhl? Oh nein, jetzt haben wir keine Chance abzuhauen. Ah, die Musik ist super, Leute. Die macht gleich noch mehr Spaß zum Zocken. Ich habe ein absolutes Castlevania-Feeling bei der Musik gerade. Wie geht's euch dabei? Aber es ist super. Castlevania ist eine tolle Spieleserie. Galt damals als ziemlich gruselig auch. Heute, naja, wenn wir da mit unseren Fears und Dead Spaces konfrontiert sind und Amnesias. Wieder was anderes, aber damals, na, pretty solid. Ah. Habt ihr aus der Zeit Lieblingsgame, was den Bereich Horror angeht? Ich frage jetzt nicht nur die alteingesessenen SNES-Zocker, sondern auch die Jüngeren, die vielleicht mit der Konsole in Berührung gekommen seid. Ansonsten könnt ihr auch euer lieblingsaktuelles Horror-Game mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auch mal interessieren, was so gezockt wird gerade im Horror-Games. Erster Stock, Damenwäsche. Oh nein. Oh nein. Schon wieder dieser Kerl. Ja, Johnny, ich weiß. Ich bin nicht sonderlich gut da drin. Oh, Johnny. Okay. Da muss man sich echt... Was für ein Albtraum. Da muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Das ist sich da ungewöhnt, ey. Und weiter geht's. Das ist hoffentlich auch die Szene, von der ich denke, dass es ist. Nämlich die zweite Fluchtszene. Ich weiß nicht, ich habe so langsam das Gefühl, dass eventuell könnte es sein, dass Johnny vielleicht ein kleiner Pyromane ist und er das Feuer gelegt hat? Hoffen wir es mal nicht. Ich mag Johnny. Er redet zwar nicht viel und so, aber ansonsten bin ich so ein ganz dufter Kerl. Was meint ihr? So. Und nicht schon wieder. Und wieder ein Schuss in den Ofen. Ah, da ist Teddy. Hey, boy, are you alright? This bloody bastard.
How does he keep finding us everywhere? Anyway, let's get out of this bloody mess first. Your mom just has to be around here somewhere. I can feel it. Don't worry, this time for real. I hope so. She wasn't outside, nor in the basement. But she has to be home, definitely. Come on, we back off here. Follow me. I think I see something over there. Und was bitte? Noch mehr Zombie-Horden? Oder Sumpfmonster? Oder Geister? Oder ein Haus? Haha, gehen wir doch mal rein. Wieder etwas ruhig hier drin. Mom! Oh, you don't look too good. Okay, ich glaube, jetzt ist der Time fine. Nemesis. No more running. Prepare to be annihilated. Okay. Jetzt, Leute, wir müssen uns unseren Ängsten stellen, unserem größten Albtraum, Nemesis. Ich glaube, wir haben es geschafft. Stampfen in den Boden. Wie Mario, die Pilze und Goombas. Könnte das schon so sein? Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott! Was ist hier los? Wow! Leute, das gefällt mir gar nicht. Vor allem diese Krapsche-Hunter nicht. Die sehen nicht, wie viel wir abgezogen bekommen. Mist, ich weiß nicht, wann er mit seiner Hand da herausfindet, wo wir sind. Aber wir müssen definitiv eine gute Balance finden. Vor allem eine gute Balance finden, die Gegner draufhauen und ihn auf ihn draufhauen. Kick your ass! I swear to God! Leute! You made it! You made it! You defeated your worst nightmare! Yeah, even death itself! I knew you could. I always did, right from the start. Yes, that's my boy. I can't describe how... Oh, right. We went out for something else, haven't we? I promised to help finding your mom. Oh, die Musik, Leute. Ah, wir haben's geschafft. Wir haben Johnnys größten Albtraum besiegt. Und werden mit so einer wunderschönen Szenerie und Musik belohnt. Aber Teddy hat recht. Wir sind hier, um unsere Mutter zu finden. And I did. She's over there. She is? Really? Aww. Pal, I really, really have to apologize. I guess I wasn't quite honest with you. You know, she isn't your real mother. She died in the flames and nothing ever brings her back. But now, you defeated your fears. You could finally move on. Have your life back and no more nightmares. You just need to accept. Even if it means you to withdraw from your childhood as well. But you don't have to live with your pain. So if you please, you could as well remain in your dream with her forever. You're a big boy. It's up to you. Remain in the dream? Accept the inevitable. Tja, Leute. Eine große Entscheidung hier, die wir zu treffen haben. Wir können entweder ewig glücklich mit unserer Mutter sein, ewig in dieser Traumwelt bleiben,
Was vermutlich aber leider auch heißen wird, dass wir ewig vor uns hinvegetieren werden und niemals aufwachen. Oder eben gleich sterben. Oder wir akzeptieren das Ganze nach diesem Kampf. Leute, ich meine, es ist schön, dass Johnny seine Mutter jetzt gefunden hat. Ich freue mich für ihn. Nach all dem, was wir jetzt mit ihm durchgemacht haben in dieser schnellen, kurzen Zeit. Aber ich denke, Johnny, es wird Zeit aufzuwachen. Johnny. 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 Nightmare Johnny. A game by Aaron Klaus oder Aaron Klaus, weil es ein deutscher Ersteller. Original Soundtrack. Oh, jetzt bin ich gespannt. Von wem oder woher? Ah, ich wusste es. Castlevania 3. So tolle Musik. So tolle Musik. Special thanks goes out to Clades oder Cladis. Clades? Clades. Ich hoffe, das war richtig. Questions and impressions. Leave me a mail at Klaus. Ja, Leute, werde ich machen. Schreibt das mal auf, schreibt dem Kerl, wie er das Ganze fandet, beziehungsweise spielt selber und sagt ihm, wie er das Ganze fandet. The end. Have a good night, everyone. Ja, Leute. Das war Nightmare Johnny. Ein kurzes Spiel. Ein kurzes Vergnügen, möchte ich sagen. Also, das war jetzt eine Spielzeit von knapp einer Stunde. Ziemlich schnell durch, aber von vorne bis hinten Spaß auf jeden Fall. Also mir ist das Spiel gefallen. Ein paar Kleinigkeiten. Gehen wir es mal durch, und zwar ja, das Mapping hat mir durchweg sehr gut gefallen. Ein paar kleinere Fehler waren drin, dass vielleicht nicht die Übergänge ganz abgeschlossen waren an manchen kleineren Stellen, aber ich denke, darüber kann man drüber wegsehen. Ansonsten grafisch sehr gut zusammenpassend alles, schönes Mapping. Hat mir sehr gut gefallen und alles gepasst. Atmosphärisch hat alles sehr stimmig zusammengepasst. Das Grafische sowohl wie auch die Musik oder die atmosphärischen Geräusche, die teilweise zwischendrin waren, gerade im Sumpf, hat mir sehr gut gefallen. Und die Musik, Leute. So wie es aussah, wirklich direkt aus Castlevania 3, aber ich glaube eher, dass sie ein bisschen verändert wurde. Weil dieses Haupttheme am Anfang hat sich ein bisschen wie dieses, ich glaube, es heißt I'm Vampire Slayer oder Vampire Hunter, ich bin mir nicht sicher. Hat sich ein bisschen wie das angehört, aber ich glaube leicht verändert. Aber richtig geil, und ich stehe auf diese 8-Bit-Musik, gefällt mir richtig gut. Ja, die Musik, super klasse. Storymäßig, ja, es ging jetzt ja mehr oder weniger auf dieses Fast-Paced Action-Gameplay. Aber ganz wirklich, ganz im Ernst, die Story hat mir gefallen für dieses kurze Spiel. Es war nicht viel Text, es war aber an den nötigen Stellen da, meiner Ansicht nach. Teddy als unser Begleiter, beziehungsweise dann eher als unsere, ja, als unser unterbewusstes Ich, das uns aus dieser Angst herausgeführt hat. Ja, das ganze Thema, seine Ängste besiegen, fand ich sehr schön aufgegriffen in dem Spiel, dass Johnny eben den Tod seiner Mutter verdauen musste, die in dem Feuer umgekommen ist, das wir am Anfang des Spiels gesehen haben, und deswegen mussten wir auch so oft vor Feuer fliehen. Und haben am Ende eben unsere Nemesis besiegen müssen, unseren größten Albtraum. Nämlich die Angst davor, weitere Verluste zu erleiden oder vielleicht vom Feuer selbst. Ja, wie ich finde, durch und durch schön aufgegriffen. Das ganze Thema schön verarbeitet. Grafik, die Gegner sahen schön aus, sahen gut aus.
Für die Gegnermasse war das Ganze auch nicht so schwer. Ich meine, soweit, also ich denke, ich bin auch nur bei diesen Fluchtszenen im Feuer gestorben, weil ich mich einfach zu blöd angestellt habe, hoch und runter zu drücken und rechtzeitig auf die Sprungtaste. Aber die Gegnerhorden waren absolut beherrschbar. Da konnte man echt nichts sagen. Es waren sehr viele. Aber damit konnte man absolut umgehen. Die Health-Items waren schön regelmäßig gesetzt. Durch und durch gameplay-technisch kann ich mich nicht beschweren. Grafisch auch nicht. Und musiktechnisch auch nicht. Ja Leute, ein kurzes Spiel. Nicht mal 2 Wochen Zeit hat sich der Kerl dafür Zeit genommen. Red Cube, möchte ich nochmal betonen, hat so heißt sein Erstellername. Aaron Klaus. Werde ich definitiv im Auge behalten, solltet ihr auch. Denn der Kerl macht gute Spiele. Tja Leute, also ich verlinke es euch wie gesagt in die Beschreibung runter. Spielt's auch, gebt dem Kerl Feedback, sagt ihm, wie es euch gefallen hat, entweder durch mein kleines Playthrough hier oder durch eure eigene Erfahrung, wenn ihr selber spielt, weil sowas muss man auch selbst spielen und nicht nur anderen bei Let's Plays zuschauen oder bei Gameplay-Walkthroughs. Spielt es selber. Ja, Leute, das war ein kurzer Ausflug, weil ich mal ein bisschen was anderes machen wollte. Wir sehen uns zur gewohnter Zeit wieder dann. Bis dahin, Leute. Rock your life, everybody. Cheerio.